Moin und willkommen zu Super Fantasy Kingdom. Das ist ein Roguelike City Builder. Auf die Grafik muss man sich tatsächlich einlassen. Das sieht man ja hier, die wunderbare Pixelgrafik. Die Spielmechanik ist da aber tatsächlich das, was hier wirklich sehr, sehr ausschlaggebend ist. Also es macht sehr viel Spaß, sich hier weiterzuentwickeln, seine Stadt aufzubauen, sich von Run zu Run sozusagen zu verbessern. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Das ist die Demo-Version Nummer 104. Und ja, von daher ist halt noch nicht alles verfügbar. Und gucken wir einfach mal rein. Aktuell kann ich nur einen Helden auswählen. Dieser Held wehrt quasi Wellen von Gegnern ab, die auf die City zulaufen. Scheinbar kann man noch einen zweiten freischalten, habe ich noch nicht. Sieht aus wie ein Magier auf dem Pferd. Wir haben aktuell, wie gesagt, nur den. Und man sieht hier schon, man kann den natürlich auch aufwerten. Na, diese, weiß gar nicht, was sind das, diese Gems, die sammelt man während des Spielverlaufs ein, indem man quasi Monster tötet und kann dann die Stats auch hier für die folgenden Runden erhöhen. Wie hier zum Beispiel den Schaden, den er macht, den kann man eben um 5% pro Rang, also maximal hier 5-mal lässt sich das erhöhen, kann man das eben um 5% pro Rang erhöhen, kostet 30 Gems. Man hat zum Start natürlich 0. Ich habe das Spiel einmal komplett zurückgesetzt. Im Nachhinein überlegt, hätte ich es gar nicht machen müssen. Man kann ja verschiedene Profile einstellen. Und eben, es sind glaube ich 3 Stück insgesamt und könnte 3 verschiedene Runs machen. Ist egal, jetzt habe ich den einen, den ich schon mal angefangen hatte, vor Monaten. Den habe ich jetzt quasi auch resettet, starte also komplett von vorne. Würde das Tutorials aber auslassen, weil es eigentlich, wenn man es kennt, nervig ist, wenn das immer wieder aufploppt. Ja, grundsätzlich weiß ich ja, worum es geht. Also, ne, von daher auch 0 Zyklen, kein Rekord am Tag, keine Tage, keine Kills. Genau, starten wir einfach mal rein. So sieht das Ganze aus. Es kann sein, dass ich im Verlauf des Spiels nochmal die Musik ausmache. Ich habe sie jetzt erstmal auf sehr, sehr leise. Ich kann mich erinnern, sie war damals sehr, sehr nervig. Erst recht, wenn man gewechselt hat zwischen hier unten, ist gleich die City. Und ja, hier oben ist halt die zu erkundende Welt, was man nebenbei noch macht. Und wenn man quasi hier über diesen Fluss rüber wechselt, rauf und runter, änderte sich auch permanent die Musik. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war furchtbar. Ja, schauen wir mal. So, das ist aktuell die City, 2 kaputte Gebäude. Und man fängt eigentlich immer damit an, dass man eine Taverne baut. Ich setze jetzt einfach mal hier hin. Und dann hat man hier verschiedene Bauslots. Hier zum Beispiel setze ich jetzt einfach mal einen Holzfäller hin. Habe einen Arbeiter zur Verfügung, den setze ich jetzt per Mausrad hier rein. Und der marschiert jetzt los und holt für mich Holz. Ab dem Mittag fängt es an. Quasi jetzt. Ja, es ist immer noch so eine Musik und die hier oben ist halt furchtbar. Ab dem Mittag fängt es an, dass eben Gegner losmarschieren. Ich mach sie mal direkt aus, das wird mich nachher total nerven. So, schon besser. Und diese Monster, die hier am Mittag kommen, die laufen halt auf die Stadt zu. Und das ist unser Held. Und wenn wir den verlieren, haben wir aber auch das Spiel quasi verloren, den Run verloren. Er hat aktuell 11 Lebenspunkte, 13 Rüstungen. Und wie man sieht, er bleibt eigentlich hier unten stehen. Das ist so ein Auto-Battler. Der hat hier einfach nur diese Kampfanimation und dass er eben auf den Gegner zustürmt. Dem einmal Schaden zufügt, hier zum Beispiel jetzt ein Gem eingesammelt hat, da auch. Und ja,
so läuft es im Grunde ab. Und in der Nacht geraten die Monster nochmal alle in Rage und werden etwas aggressiver, schneller. Ich habe nicht aufgepasst, ich hätte schon lange ein Haus bauen müssen. Ich hatte eine maximale Kapazität von 4 Holz. Jetzt hat der Holzfäller natürlich die ganze Zeit nichts gemacht. Kommt vom Reden. Mal gucken, ob mich das nachher den Run kostet. So, am Ende des Tages gehen die Helden, also man kann auch Helden rekrutieren, hier in diese Taverne rein. Wir haben aktuell nur unseren Ritter. Der macht hier drin gar nichts. Alle anderen Helden gehen hier rein, bestellen hier Essen, setzen sich hin, essen dieses Essen. Und ich gucke mal, okay, wird jetzt nicht angezeigt. Und wenn sie essen, kriegen sie Erfahrungspunkte. Und auch nur dann. I'm no warrior, I can help you. Jetzt bekommen wir zum Beispiel einen Gratis-Helden, das ist immer so. Ich glaube, der ist recht tanky. Im Nahkampf, das ist magisch. Da schießt man nicht auf mehrere Ziele. Ist auch Fernkampf. Aber was genau der macht, weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich nehme tatsächlich einfach mal den Runenmeister. Der sitzt erstmal hier in der Reserve. Aus der Reserve heraus wird nicht gekämpft. Das heißt, ich müsste ihn mit an die Front bringen. Kann ich aktuell nicht. Es gibt da noch 3 freie Plätze und die kosten Gold. 5 Gold, 10 Gold und 20 Gold. Ja, jetzt habe ich 5. Das heißt, ich kann ihn noch einsetzen. Ich habe hier oben Rohstoffe. Die werden hier unten generiert durch meine Arbeiter. Und ich habe hier Rohstoffe, die werden generiert durch den Ritter und durch den König. Das Gold wird eben durch den König generiert. Genau wie der Glaube. Das entsteht hier einfach bei den Gebäuden hier und er sammelt es ein. So, jetzt will ich einmal auf Stein wechseln. In der Taverne, wenn man da Arbeiter reinschickt, die sammeln eben hier die Büsche ein. Die Nahrung, jetzt habe ich hier 5 Mahlzeiten. Das heißt, er würde jetzt eine Mahlzeit Früchte essen. Und würde dadurch dann quasi einen Erfahrungspunkt generieren. Diese Splitter, die haben verschiedene Funktionen. Zum einen, wie gesehen, am Start, bevor man ins Spiel reingeht, kann man ja eben seinen Ritter, also seinen Haupthelden sozusagen, ich weiß ja nicht, was das andere ist, was man freischalten kann, den kann man damit aufwerten. Und zum anderen kann man sich hier drin im Game, quasi, wenn man etwas findet, das werden wir auch gleich. Vielleicht kann ich sogar schon. Ne, kann ich nicht. Was brauche ich denn dafür? Achso, das muss aufgewertet werden, genau. Kann man hier Orte finden, die man quasi bebauen, bepflanzen kann, wie auch immer. Und die sorgen immer dafür, dass man zum Beginn des nächsten Runs automatisch mehr beispielsweise Ressourcen hat. Oder hier drüben gibt es so ein Dorf, wenn man das aufwertet, hat man von vornherein einen Arbeiter mehr. Genau, das muss man auf der Map finden. Und diese Sachen baut man eben auch mit diesen Splittern aus. So, die haben jetzt Hälfte gekillt. Alles soweit gut. Er holt sich hier theoretisch genau Früchte. Ist nicht zufrieden damit. Man sieht, die Früchte machen einfach nur einen Erfahrungspunkt. Und dann sieht man hier, gibt es verschiedene Nahrungsmittel, die bringen unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. So, da kann man sehen, einen Erfahrungspunkt bekommen. Ab dem dritten steigt er erst auf und wird stärker. Der Regen ist für mich jetzt neu. Bei dem kann man theoretisch etwas kaufen. Aber wir haben definitiv so früh im Spiel zu wenig Münzen dafür. Also da könnte man sich jetzt ein Erz quasi kaufen, aber ohne Münzen kein Erz.
Die Jungs wollen jetzt Steine holen. Mit den Steinen kann ich dann quasi die Burg reparieren. Und wenn ich das mache, ist das Lager um 2 erhöht. Das bedeutet hier oben, aktuell ist hier überall Maximum 4. Dass ich 4 Maximum einsammeln kann oder lagern kann. Damit wird das eben um 2 erhöht. Und Expansionen sind möglich. Expansionen bedeutet, man kann die Wege ausbauen und durch das Ausbauen der Wege, was in der Regel Holz und Ruhm kostet. Ich muss gerade mal gucken, der Ruhm ist hier oben. Den Ruhm kriegt man durch die Kämpfe. Und durch den Ausbau gibt es dann neue Bauplätze beispielsweise. Oder hier oben wird eben durch das Bauen der Wege erkundet. So. Auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Jetzt gehen wir aber wieder zurück auf Holz. Ich glaube komplett auf Holz. Wir bringen jetzt noch einmal rein. Ich möchte nämlich ein weiteres Haus haben. Den dritten Arbeiter. Nahrung habe ich ja theoretisch noch genug. Und ich kann jetzt mit der Taste R, oder hier oben ist es auch nochmal zu sehen, kann ich eben die Wege ausbauen. Das ist vorgegeben. Also hier weiß ich, da kommt einfach nur ein Ausbauplatz, ein größerer eben. Und das kostet einen Stein und man muss mindestens einen Ruhm haben. Und hier oben auch kostet jeweils einen Stein. Da braucht man 2 Ruhm, da braucht man 0 Ruhm. Ich mache jetzt tatsächlich eben erstmal das, weil ich mir das andere da unten noch nicht leisten kann. Jetzt kommt hier gleich nochmal Stein, sieht man, der Weg wird weitergebaut. Und jetzt sind hier 2 so Expansionspunkte quasi freigeschaltet worden, die man mit den Splittern bebaut. Ja, und mache ich das, starte ich bei zukünftigen Runs mit einem Holz mehr. Das kann auch den anfangs maximalen Lagerbestand von 4 überschreiten, soweit ich mich erinnere. Also die Startressourcen sind nicht auf das beschränkt, was man eigentlich lagern kann. Und hier ist nochmal das gleiche, kostet aber 15. Kann auch sein, dass einfach der zweite jetzt 15 kostet, ist es egal, ist bei wo man zuerst baut. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier jeweils einen Baum gepflanzt, die jetzt beim nächsten Run, wenn man das Spiel nochmal startet, eben automatisch 2 weitere Holz zur Verfügung stellen. War das mal 2? Ah, das war mal 2, nicht plus 2. Sorry. Also man kann jetzt 8 lagern statt 4. Und diese 8 brauche ich ja jetzt auch, weil das nächste Haus für Arbeiter kostet 8. Ich beschleunige das mal ein wenig. Das ist ja immer das Gleiche. So, und dann gibt es hier manchmal so kleine Events. Ich weiß nicht genau, was der macht. Der hat uns jetzt eine Brille gebracht, was uns irgendwas 10% gebracht hat. Also überall, wo diese Kreuze sind, kann quasi jede Runde irgendwas erscheinen. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, was dieses Auge bedeutet. So, 7 Holz haben wir schon mal. Kommt das 8. rein. Zu schnell. Und jetzt bauen wir hier einmal aus. Und da auch nochmal aus. Ja, wahrscheinlich hätte ich eher erstmal hier ausbauen sollen. Naja, mal schauen. So, jetzt wollen wir als nächstes die Sägemühle bauen. Die kostet 5 Holz. Ach, und hier ihn. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein, Leute. Dadurch, dass ich ja dieses Gebäude angeschlossen habe an die City, kann ich jetzt hier rekrutieren. Und da kostet mich jetzt zum Beispiel der erste Schwertkämpfer, den ich da kaufe, 4. Meine weitere kosten dann nachher mehr. Hier drüben gibt es zum Beispiel einen Bogenschützen, der wird mit Holz bezahlt. Okay, er steigt durchs Töten auf. Ich
Oder ich glaube, sehe ich das richtig? Was macht die Brille? Ich weiß es nicht. Ah, es ist natürlich jetzt schon haarig. Ich hätte schon lange einen weiteren Verteidiger haben können. So, der Runenmeister ist aufgestiegen. Hat jetzt 1 Stärke und 4 Lebenspunkte zu bekommen. Dann jetzt aber holt mal den Stein bitte. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen beschleunigen. Müsste jetzt die doppelte Geschwindigkeit sein. So, und danach geht ihr bitte Holz holen. Möchte ich noch nicht. Ich brauche erstmal die Sägemühle. Und wie man sieht, hier über die Wege läuft ja immer so ein, ich nehme mal an, das soll ein Pferd sein. Oder ein Esel. Und das holt dann die Rohstoffe immer ab. Hätte ja sogar noch 4 gekostet, noch nicht 5. Aber auf jeden Fall genügend Rohstoffe. Doch, beziehungsweise Gold. Ich will das eigentlich mal so machen. Ja, so. Einmal tauschen. Er hält halt am wenigsten aus. Und deswegen. Setze ich den mal lieber nach hinten. So, und der nächste kostet 8. Genau, das hat sich mal eben verdoppelt. Dann können wir hier auch weiter expandieren. Hey, Buddy! Was war das noch? Oh. Ah ja, okay, der braucht einfach 3 Bretter. Keine Ahnung, was der Händler da macht. Wahrscheinlich Handel. Und hier kann man in den nächsten Runs dann quasi mit mehr Stein starten. Das machen wir auch mal direkt. Dann brauchen wir jetzt weniger. Jetzt weiß ich aber auch tatsächlich gerade nicht mehr, was ich als nächstes möchte. Also eigentlich müsste ich ja weiter ausbauen, aber dafür brauche ich dann quasi die Goldmine. Für die Goldmine brauche ich 2 Bretter und 3 Stein. Bretter entstehen dadurch, dass Holz, was man schon gesammelt hat, eben da abgeliefert wird. Ah, hier wird schon langsam kritisch. Aber die Panzerung regeneriert sich ein wenig. Das heißt, er hat noch keine Lebenspunkte verloren. Ja, das werde ich wieder nicht können. Der bietet mir noch weitere Einheiten an. I stand for the light. Und die muss man jetzt aber bezahlen. Huh? Don't insist. Und ich meine mit Erz. Oh, diesmal sogar mit Barren. Und das ist... nee. Ich habe keine Barren. Kann ich mir nicht leisten. Mach's gut. Hier kann man zum Beispiel eine Goldmünze sehen. Da läuft jetzt der... Na gut, er geht erstmal dahin und holt quasi den Glauben. Jetzt holt er hier die Goldmünzen.
Und jetzt könnte ich mir tatsächlich auch, wenn ich denn wollte, gleich hier den zusätzlichen Stein leisten, aber das mache ich jetzt mal nicht. Das wirkt doch recht teuer. Ich habe doch da alle abgezogen. Wie geht's so? Ist denn das Holz jetzt immer noch 8 gegangen? Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Mahlzeit zu wenig. Das heißt, einer der beiden Helden wird nichts zu essen bekommen, sollte ich das hier überleben. Soweit ich mich erinnere, war das hier oft schon die Runde, wo ich das erste Mal verloren habe. Allerdings gab es da, glaube ich, auch hier jemanden, wenn man den angeklickt hat, dass dann eben noch zusätzliche Gegner mit aufs Feld kommen. Für eine zusätzliche Belohnung natürlich. Aber das war dann doch too much, wenn man noch kein Make-up Progression hat. Von der Position her ist das eigentlich Blödsinn, da zu bauen. Ich guck mal. Das ist auch nicht viel besser. 2 Reihen da. Ja. Ja, das war's auch schon, ne? Also wie gesagt. Es ist oft diese Runde. Hier sind aber noch zu viele. So, und was haben wir jetzt? Wir haben nächste Runde automatisch 2 Holz mehr, wir haben 2 Steine mehr. Ob wir das Auge behalten, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben wir noch ein paar. Ja, genau, von denen hier übrig behalten. Mit dem wir den Ritter nochmal aufwerten können. Es gibt Achievements. Das sind quasi die Gegner, auf die wir bisher gestoßen sind, beziehungsweise die wir schon Moment. Ja, keine Ahnung. Todespriester stirbt. Achso, ja, genau, dann sind die auf jeden Fall freigeschaltet, dass man die selber bekommen kann. Aber das hatten wir ja eigentlich sogar schon. Naja. Gehen wir erstmal hier rein. Wir haben 48 zur Verfügung. Das heißt, wir könnten jetzt... Jetzt können wir mal gucken, was das Auge macht. Reichweite. Okay. Grundsätzlich ja nicht verkehrt. Das können wir uns nicht leisten. Rückstoß macht keinen Sinn. Ich will gar nicht erst, dass sie rankommen. Ja, mehr Splitter. Keine Ahnung, was Verbannen macht, aber es kann sein, dass man dann mögliche Einheiten, die man bekommen kann, dass man die rausbannen kann, dass sie nicht immer wieder in die Auswahl kommen. Erhöht Areal um 5%. Wird wahrscheinlich Flächenschaden sein. Würde das tatsächlich einfach mal damit starten. Man kann das bis zu verdoppeln halt, dass man mehr Splitter bekommt. Würde erstmal auf die ganze Stärke und so weiter verzichten und würde auf die Gier gehen, um dann in folgenden Runden quasi schneller leveln zu können. Und dann gehen wir nochmal rein und sehen, es gibt eine Veränderung. Die ganzen Wege, die wir gebaut haben, sind geblieben. Ja, genauso wie eben diese Geschichten. So, wir können direkt... Ach, ne, können wir nicht. Wir brauchen erstmal eine Taverne. Und dann können wir aber direkt ein weiteres Haus bauen. Das war Quatsch. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade getötet, ne? Ah, ne. Das Holzlager kostet nichts. Das bauen wir dann hier unten hin. Oh, hier wäre Stein auch gut gewesen. Shit. Naja. So, auf geht's.
Das habe ich natürlich nur 2 Steine. Ich bräuchte ja 4, um den schon zu rekrutieren, aber es sind immerhin schon mal 2 mehr als beim letzten Run. Und mit einem weiteren nur mehr hätte man jetzt auch schon hier reparieren können. Ne? Das kann man auch leider nicht aufwerten. Das Auge ist weg. Das war also nur ein temporärer Bonus, den man hier gefunden hat. Wäre auch sonst wahrscheinlich zu stark. Steinbruch. Das ist das maximale Zoom-Level. Ja, und hier sieht man eine Begrenzung. Eine Levelbegrenzung sozusagen. Aber die sieht man nur an einer Kante. Ist aber möglich, dass es so eine Demo-Begrenzung ist, ne? Dass man eh hier irgendwie dran vorbei müsste, um weiterzukommen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie weit das ging. So, mal gucken, was wir diesmal im Angebot haben. How can this be? That is curious. Yes. Ja. Okay, den hatten wir jetzt ja mittlerweile freigeschaltet durch irgendwas 1%. was schade ist, weil ich mag eigentlich wirklich diese zaubernden Einheiten. Ich meine, der zaubert auch magisch, aber nämlich ein Halbling, aber ich glaube, der war nicht so stark. Kann aber heilen. Wir nehmen den Djinn. Genie. Was macht der? Genau, der schießt auch. Den Rest wissen wir noch nicht. Dazu müssen wir es überhaupt mal zur Hexe schaffen. Die taucht hier, glaube ich, auch auf, nach einer gewissen Anzahl an Runden. So, das nächste wäre wieder das Sägewerk. Expansion ist nichts möglich. Ja, doch. Können wir den schon mal mit dazu holen. Das scheint grundsätzlich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt zu sein. Schleunigen nochmal. Ach, für 6 Goldmünzen werden wir hier wohl nichts kriegen. Wollte ich gar nicht erst hingehen. Warte mal, hat das einen Effekt? Scheinbar schon, ne, deswegen. Aber die sind nicht angezeigt, die Effekte. Nein. Schade.
man auch mit 8 Steinen verbessern. Okay, das. Hier hat sie schon ein bisschen mehr getan als bei dem Magier. Aber der hat halt immer nur ein Ziel, ne, zum Angreifen. Aber der scheint auch hiermit zufrieden zu sein. Na gut. Da ist nix, da ist nix. Eine hohe Reichweite, die er da hat, ne? Der Djinn. Jetzt holen wir bitte die Bretter da ab. Die Bretter. Ja. Ich kann leider hier unten immer noch nichts anbauen. Ich würde natürlich gerne näher ran an die Ressourcen. Aber dann bauen wir sie halt da oben. Ja, ich habe keine... Verdammt, es ist zu spät. Ich habe keine Mahlzeiten mehr übrig. Das ist natürlich schade. Wieder irgendwelche Effekte. Ich kann nicht sehen, was das bringt. So, da sind auf jeden Fall schon mal die zwei Mahlzeiten. Ein Stein mehr. Kann ich den mal hier aufwerten, mal gucken, was das bringt. Bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher. Probieren wir mal die Kirche, dann haben wir hier nämlich auch noch ein paar Effekte, die wir freischalten können durch den Glauben. Dafür ist dann der Glaube notwendig. Mal freigeschaltet, dass sich der König hier um 25% schneller bewegt, das heißt auch schneller am Einsammeln ist. Und der, ich weiß nicht, ob er jetzt schon Buffs bringt für die Gebäude, wo er hingeht, aber später auf jeden Fall. Und dann können wir ihn mal aufwerten.
Ach da. Okay. Das hat jetzt die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. So, what's next? Also wir brauchen auf jeden Fall hier unten. Ne, warte mal, das ist die Goldmine, genau. Den Stein lassen wir mal weg. Das lassen wir jetzt auch weg, da haben wir jetzt auch genug. Aber wahrscheinlich werden wir das hier eh schon wieder nicht mehr überleben. Aber irre ich mich oder ist dieser Gnom diesmal gar nicht gekommen, um mir was zu verkaufen? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Ruhm verloren diesmal, weil eine der Einheiten gestorben ist. Und ich glaube, sie wird zwar wiederbelebt hier, aber ich glaube, sie kriegt jetzt auch keine Erfahrung, sondern... passiert überhaupt irgendwas mit der? Glaube, die wurde nur wiederbelebt, ne? Da kommt der Gnome erst, oh mein Gott. I can't do that. Ich mir alles wieder nicht leisten. Aber wir könnten expandieren. So, hier würden wir mit noch mehr Holz starten, den nächsten Run. Und hier mit einem weiteren Arbeiter. Frage ist, wofür wollte ich jetzt? Naja. Eigentlich würde ich auch noch gern hier runter expandieren. Weiß aber gar nicht mehr, wo muss ich denn lang? Hier? Ja, ne? Brauche ich natürlich noch mal Stein. So, dann geht einer da rein und zwei gehen. Ne, einer geht ins Holz, einer geht da rein. Naja, also wirklich besser wird diese Runde nicht werden. Aus, dass es das wieder war. Kann ich dann zumindest, ja, das kann ich noch aktivieren. Das zusätzliche Holz zum nächsten Run. Wieder nochmal ein Holz mehr und eben den Arbeiter mehr. Ist vorbei. Das war jetzt natürlich nicht so viel. Haben wir ein Achievement? Ja, nö. Also wieder rein. 52 haben wir. Wir könnten das nochmal verbessern. Frage, das gilt ja nur für ihn, ne? Irgendwas für 20? Nö. Gut, dann gehen wir
wir ganz normal rein. Das macht aber zumindest ein bisschen mehr Schaden. Mal gucken, ob das was bringt. Und dann nehmen wir Taverne jetzt mal hier oben. Machen wir das Holzfällerlager mal da. Und ein Haus da. Machen wir es mal so. Wenn die Bäume hier weg sind, ist natürlich ein weiter Weg darunter. Dann kommt der Steinbruch dahin. Erstmal und wenn er noch einen reinbringt, habe ich fünf Mahlzeiten. Da gibt's nichts, da gibt's nichts. Kann man das nochmal aufwerten? Oh ja, aber für 500. Hm. Splitter, wie lange soll das denn dauern? Hätte ich lieber auf den vierten Stein warten sollen. Oder drauf spielen sollen, damit der diese Runde schon mal eine Mahlzeit bekommt, aber naja. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Stattdessen habe ich das Lager erhöht, obwohl ich das jetzt nicht mehr brauche, weil Nacht ist. Ich glaube, wir nehmen diesmal das Ding. Schau mal, ihr fleißigen Handwerkerlein, macht mal. Das achte Holz. Weiterer Arbeiter. Der Wagen hier symbolisiert ja im Grunde nur, falls man sich da mal gewundert hat, dass die Steine jetzt dahin transportiert werden, ne? Weil ich ja hier bezahlt habe. Ja, jetzt wird der Weg fürs Holz relativ weit. Das ist blöd. Zwei da drin, einen da drin. Und da wieder einen rein. Hi. Weiter geht's. Schafft das Holz herbei. Es gibt auch die Möglichkeit, beispielsweise hier hinten,
3 XP für neue Einheiten. Hier kann man auf jeden Fall Sondergebäude bauen, wie zum Beispiel Ställe. Bringt mir mehr von diesen, ja, was ist das? Wie gesagt, Esel oder Pferden. Friedhof. Die Leute, die hier sterben. Und scheinbar auch 3 XP für neue Einheiten, was natürlich richtig gut ist. Belagerungsmaschinen bauen bedeutet, man kann hier tatsächlich, an das Katapulte oder, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, an den Rand noch Belagerungswaffen bauen, die mit verteidigen. Die komisch ist, ne, weil wir werden ja belagert, aber in dem Fall sitzen halt Verteidigungsmaschinen. Bei den beiden bin ich mir tatsächlich nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, hiermit kann man wieder bestimmte Kreaturen rufen. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Ja, wir brauchen ja aber zum Beispiel für die Ställe dann vorher noch die Farm. Könnte ich mir jetzt natürlich leisten, würde aber die ja, alles andere dann wieder pausieren, beziehungsweise es würde mich einfach Zeit kosten, die ich wahrscheinlich nicht habe. Kann ich hier schon expandieren? Nee. Warum nicht? Also ich hab noch einen Ruhm zu wenig. Aber zum Glück ist das ja immer so eine Einmalgeschichte mit dem Expandieren. Zählt hier für weitere Runs. Einfach schon mal mit dazu. Man muss es nicht nochmal machen. Aber jetzt kostet mich das halt erstmal nochmal. Was gibt's hier noch? Haus, Geologe, genau, der Geologe sorgt dafür, dass quasi Gestein wieder auftaucht. Und fürs Holz könnten wir den hier verbessern. Dann werden da auch wieder Bäume gepflanzt. Das machen wir einfach mal. Soll ich Mauern bauen? Ich glaube, ich versuche es mal mit Mauern. Ziemlich schlecht. Ich glaube, ich muss die beiden mal tauschen. Der verteidigt ja beide dann. Genau, während die anderen beiden ja in den, in Anführungsstrichen, Fernkampf übergehen. Jetzt aber auch genügend, um hier mal zu expandieren. Das heißt, hier ist, oh, Weizen. Zwei Weizen anzufangen. Das kostete 5. Hier ist auf jeden Fall der Bogenschütze, den ich gerne noch hätte. Und den kann man jetzt auch auswählen. Mal macht er was, mal nicht. Okay, ich bin bestimmt noch zu schwach. Aber wir können jetzt auch hier runter und können dann ihn hier noch holen. Da noch einen rein.
Hier wurden schon mal 3 Bäume gepflanzt, das heißt, irgendwann muss man nicht mehr so weit laufen. Oh, und ich habe das fertig. Hören die da auf? Okay. Warum werden die dadurch besser? Stand doch da, oder? Hm. Turm. Turm und Tore. Oh. Ich kaufe mir erstmal einen davon. Dann soll der nach vorne. Der damit hinter. Ich eigentlich auch gerne das Lager ausbauen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das hier aufrüste, ob das dann auch alles aus Stein sein muss. Das wäre doof, weil ich Stein noch nicht so wieder regenerieren lassen kann. Bäume aber schon, also das Holz. Aufgestiegen. Wow. Der macht ja sogar viel Schaden. Hält aber nichts aus. So, was kostet es mich, den aufzuwerten? 8 Holz. Mhm. So, jetzt würde ich einfach mal, um das zu testen, hier mal ein Tor reinbauen. Genau, das ist tatsächlich ein Platz für eine Einheit. Hätte auch hoffen können, ne. Muss natürlich kein Kämpfer sein. Kann ich den hinten stellen? Nein, natürlich auch nicht. Wäre auch komisch. Nämlich der nächste auch 8, naja. Da ist nichts. Was brauchte der noch? Ach, der brauchte doch auch nur. Ready, please? Genau. We'll meet again. Das können wir doch mal machen. Jetzt habe ich ihm Holz gegeben. Na gut, vielleicht bringt das in Folge-Runs irgendwas. Wird separat verbessert. Okay. Ja, den hier würde ich gerne mal verbessern. Dafür brauche ich dann aber jetzt mal die Goldmine. Kann ich hier unten erweitern? Nein. Eine, zwei. Boah. Wie viel Ruhm brauche ich denn da? Das auch ein Weizen. Also 3 Weizen hätte man dann schon mal. 5, die man allerdings braucht. Aber was ist das? Bekomme ich die jetzt? Das in Verbindung mit dem würde mich natürlich jede Runde, also jeden Run, diesen Stall bauen lassen, ne? Ja, den anderen bräuchte ich dann ja nicht, weil... 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
wieder Schaden unten an. Ich mach das trotzdem mal. Was ich schon mal hab, hab ich, ne? Jetzt kommt er wieder, kann ich mir nicht leisten. Todespriester. Schade, schade. Goldmine setze ich mal dahin. Oder komme ich jetzt hier unten irgendwo weiter? Nein. Also hier sowieso nicht, aber was ist hier? 15, 50, 10. Das wäre also der nächste Schritt, hier zu erweitern. Okay. Der Geograf. Den kann man nicht bauen, okay. Bist du. Ja, da würde ich jetzt natürlich Schnecken jetzt noch Schnecken, Schlangen dazu rufen als Gegner die Nacht über. Ist risikoreich. Gucken wir mal, ob das was bringt. Also das habe ich jetzt schon gemacht hier. Da sollte ich jetzt auch Leute reinschicken. Und den einmal aufwerten. Okay, der schießt dann zweimal. Wie nice. Bräuchte ich bitte nochmal zwei Steine. Hier sind ja eigentlich genügend Steine, aber ich habe tatsächlich ein Problem mit dem Abholen. Ja, klappt das mit den Schlangen? Jetzt sieht's gut aus. Jawoll. Wenn mich alles täuscht, sind wir dadurch schon mal eine Runde weitergekommen. Bogenschütze macht jetzt mehr Schaden. Nachteil hier oben drauf ist natürlich, der blockiert jetzt hier auch nichts, ne? Also, dass der auch erst zuerst weggehauen werden musste oder so. Jetzt haben wir 16. Das heißt, wir können hier einmal erweitern. Das machen wir mal. Hier einmal erweitern. Das ist wichtig für den nächsten Run. Deswegen erweitern wir das einfach schon mal. Hier haben wir auch die Möglichkeit. Da können wir einmal da weitergehen. Wir können einmal da weitergehen. Wow. Erz. Auch gut. Stein ist auch gut. Beeren. Was ist hier? Ah ja, hier kriegen wir einen Mönch. Ich erinnere mich. Und dann wird das doch interessant, dass man insgesamt mit mehr startet. Oh Gott, der erste Boss. Ob ich das überlebe? Weiß nicht. Mal auch abwehren, ja. Und gleichzeitig eben ihm hier Schaden machen. Ja, ich finde Erz wichtiger und Stein. Und das hätte ich dann tatsächlich jetzt gerade erstmal nicht mehr zur Verfügung. Ja, aber scheint jetzt nicht so ein Riesenproblem zu sein. Ich glaube, danach kam auch die Hexe.
glaube, die kann einem hier irgendwas von aufwerten. So, wähle deine Belohnung. Plus 5 für mit. Aha. Warum ist das schwarz und das lila? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal ein Schild. Wäre ja für ihn. Und für ihn, nehme ich an. Ja. Das reicht immer noch nicht. Ich brauche 18. Aber wir können hier ausbauen. Kostet der nächste 16. Ach, das ist verbessern. Das ist gar nicht einen weiteren kaufen. Ich kann nur einen haben, aber es ist nur verbessern. Okay. Ach, in der Nacht kommt gar nichts, weil der Boss da war. Am Tag. Okay, der Satyr hat nochmal ordentlich mehr Damage. Okay, keine Hexe. Bauen wir jetzt die Farm. Werten wir ihn auf. Genau, auf jeden Fall müsst ihr mal was machen. Was ist eigentlich, wenn man es hier verbessert? Achso, ne, den will ich ja verbessern, wenn man den hier verbessert. Sucht Mineral hier in der Nähe der Flagge. Wir bauen tatsächlich mal eine Farm. Eigentlich hätte ich gerne 16 Holz für weiteren Arbeiter, aber ich glaube, dazu kommt es auch noch nicht mehr. Können wir irgendwas erweitern, bevor wir nachher verlieren? Nö, ja doch, hier. Das ist auch schon hier. Was bist du? Miniboss herausfordern. Nö. Der scheint immer noch nicht zufrieden. Ach so, was ist das hier? Mit einem Orb mehr anzufangen. Was ist denn ein Orb? Also Schaden bekommen. Schlecht. Kann ihn mal eben zurückziehen. Stirbt er wenigstens nicht. Sonst würde ich wieder Ruhm verlieren.
Jetzt kommt die Hexe. Das erste Mal ist umsonst. Ja, plus 20 Rüstung macht mal gar keinen Sinn. Das ist eh. Betäubt er denn? Weiß ich nicht. Ich verbessere einfach mal ihn. Dann kann der verspotten. So, dann machen wir tatsächlich die Stille, auch wenn dann alles belegt ist. Maximal 5. Okay, der erste kostet nichts. Der nächste kostet 8. Verstehe. Kostet 4. Das können wir uns jetzt leisten. Naja, ich gehe mal davon aus, dass diese Runde eh vorbei ist. Ich will mal sehen, was das macht. Der Miniboss. Okay, der generiert jetzt für mich auch Weizen. Ach, da kommt er. Schon am Tage. Ah, der killt sofort, alles klar. Ja, keine Ahnung, ob das schlau war. Gut, so viel erstmal zu diesem Game. Ich werde das auf jeden Fall weiterzocken. Ich werde noch weitere Videos dazu machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr anders machen würdet. Genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.